Guten Morgen, Leute. Ein neuer Tag. Komm mal, erzähl mal, was wir jetzt machen. Ich muss mich beeilen. Leute, wir werden jetzt Eisen über unser Kopf gießen lassen. Das nennt man auf Türkisch Kurşun. Das ist gegen schlechte Auge. Jetzt guck mal, wie das gemacht wird. Gel dik. Hepimiz yanacağız. Döktüm. Das ist jetzt rausgekommen, Leute. Das muss man dreimal wiederholen. Hala, ne demek bu sence şimdi? Şeytan kafası resmi. Ya işte diyorlar ya, kem gözlere şiş diye. Dökerken okuyoruz, üç kulfallığa bir elham okuyorsun bunu dökerken. Döktükten sonra dökerken işte Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Kem gözlere şiş diyorsun. Şunlar işte şey... Göz ve dil. Dil. Göz ve dil. Boynuza benziyor resmen. Ha, işte bak. Vay be. Das ist das zweite, was gerade rausgekommen ist. Unglaublich krass. Das ist richtig geplatzt, sagt meine Hala. Şuna bak. Meine Hala ist sogar schockiert. Leute, das ist einfach das dritte. So, das ist das dritte, Leute. Sieht aus wie ein Mensch, wie ein Engel. Krass. So, wir gehen jetzt los. Zeig mal dein Outfit heute. Schaust richtig schön aus. Danke, du auch. Das ist Abdul sein Outfit of the Day. Bis jetzt im Urlaub das erste Mal bin ich angezogen. So, Leute, wir haben jetzt geparkt. Jetzt gehen wir endlich mal richtig Tantuni essen. Meine kleine Nichte ist dabei, mein Cousin ist jetzt auch gekommen, der war nämlich schon unten. Und ich bin mal voll gespannt, weil jetzt gibt es Tantuni mit Joghurt. Und das ist so ähnlich wie Beyti, das kennen ja die meisten von euch. Und ich will auf jeden Fall das jetzt mal probieren. Hoffentlich gibt es das hier. Eminefe, freust du dich auch auf Tantuni? Ja! Ja? Oder wartet schon ein Teil der Truppe auf uns? Mein Cousin kennt ihr ja. Der liebt Kinder über alles. Sag mal, like das Video. Okay, sag das nichts. Kann ich noch nicht. Das ist der Laden. Der sieht zwar nicht gut aus, aber man sagt, das soll der beste hier sein. Wo es das beste Tantuni gibt. Schaut mal, Leute. Der tunkt es in diesen Saft vom Fleisch. Wei, wei, wei. Ja, alles. Also Leute, das riecht auf jeden Fall schon mal sehr krass. Ich freue mich schon. Ah, die haben schon hier aufgebaut, wo wir gerade rein sind. Also eine Minute später ist das Essen schon da. Schaut schon mal besser aus als das von gestern. Um einige. Das ist das Richtige. Schmeckt's dir? Lass dir schmecken. So, wir sind jetzt aufgestanden. Wir gehen jetzt zur Strandpromenade, ein bisschen spazieren, Kaffee trinken. Messen hat wirklich eine der schönsten Strandpromenaden. Oh, warte, die Kamera ist schmutzig. Mache ich mal sauber, hier drecken ihn. So, seid ihr wieder sauber. Ich muss noch einen Friseur suchen. So, Leute, wir sind jetzt am Hafen angekommen. Ich habe jetzt den Hut von meiner Mama an. Schau mal bitte, wie tief der ist. Zeig mal kurz. Tschüss. Leute. Hey, der kann doch nirgends parken. Ja, schaut mal an. Auf jeden Fall sorry für die Unterbrechung. Wo warst du stehen geblieben? Ich habe jetzt den Hut von meiner Mama angezogen. Und wir sind jetzt am Hafen angekommen. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Kaffee trinken und so und uns umschauen. Der Abdul hat auch den Hafen noch nie gesehen. Zeigen euch das jetzt gleich. Seid gespannt, Leute. Happy Moons, wo ich hingehen wollte. Ach, das soll wohl ein gutes Restaurant sein. Okay, ist schon wirklich sehr schön und es ist riesig. Wir haben auch krasse Auswahl an Essen. Mhm. Aber wir essen leider nichts, weil wir zum Grillen eingeladen sind. Aber ich habe mir so kleine Häppchen bestellt, so Chicken Finger, das zeige ich euch dann gleich. So sieht der Ausblick aus. Jetzt.
wirklich schön. Wenn jetzt dann alles da ist, werden wir es euch zeigen, weil wir haben uns leckere Getränke bestellt. So, unsere Getränke sind da. Hier habe ich Ayran mit Basilikum. Mal probieren. Ganz kurz. Das alles sieht krass aus, aber wie lecker sieht das Wasser aus der Glasflasche aus? Hier Erdbeermilchshake, Asiatone Minzelimonade, hier auch. Und ein Schokomilchshake, Cappuccino. Probier jetzt zum ersten Mal den Basilikum Ayran. Probier erst du und dann probier ich das. Ich weiß, ob es dir schmeckt. Pass auf, deine Gefährvorstellung. Es schmeckt, sonst hätte er nicht so viel Schmeckt. Oh, oh, Anne, probier auch mal. Das Minze, sehr lecker. Das schmeckt dir nicht. Spaß. Schmeckt sehr gut, aber es hätte kälter sein können. Ne? Ja? Wie Müllermilch. So Leute, das sieht schon mal sehr lecker aus. Das sind so Chickens mit einer speziellen Soße. Und meine Schwägerin hat hier so einen riesen Strawberry-Kuchen. Und mein Bruder, was ist dein? Cheesecake angeblich. Aber was für ein Cheesecake? Gebt euch das mal. Okay, das sieht auch übelst krass aus. Schaut mal, wie groß die Kuchen sind im Vergleich zu ihm. Gebt euch mal, wie groß. Schaut mal meine Faust an. Leute, wir sind endlich angekommen bei meinem Onkel. Wir haben uns nur ganz schnell ein bisschen umgezogen, weil es ja abends ein bisschen frischer wird. Er hat sich wieder so viel Mühe gegeben. Ja, der Arme. Übrigens muss ich sagen, wir sind wieder in diesem bunten Haus von meinem Onkel. Der ist nämlich Künstler und ist auch noch Koch. Richtig cool. Und er hat uns wieder so viel vorbereitet und das zeigen wir euch jetzt. So, mein Onkel ist noch fleißig am Grillen. Jetzt sind die Auberginen dran. Leute, mein Onkel macht das immer für uns, wenn wir kommen und jetzt gibt's wieder diese Show. Ach Gott, sieht das schön aus. So Leute, der Abdul hat ein bisschen im Auto geschlafen. Heute hat es länger als sonst gedauert. Wir sind jetzt endlich angekommen. Es ist unnormal heiß gerade. Mein Bruder und der Abdul gehen jetzt Haare schneiden lassen. Hoffentlich kommt da auch was Gutes bei raus. Und ich und meine Schwägerin gehen mit den Kindern schon mal ins Forum rein. Da ist bestimmt schön kühl. Ich freue mich schon. Bis später, Leute. Bis später. So Leute, der Abdul hat sich jetzt Lahmacun schon geholt. Sieht richtig lecker aus. Mit Eiern und Linsensuppe. Dann haben wir hier einmal ein Burger-Menü. Und dann haben wir uns doch mal so Chicken-Sachen geholt. Also wir lassen es uns wieder gut gehen. Liffe! Ente mit Mut... Wow! Mutlu musun? Göster arkadaş. Aaaam! Çok güzel alacığım. Hadi ye bakayım. Tadı nasıl söyle bize. Nasıl tadı? Süper. Jetzt ist er glücklich. Bu mu güzel? Tamam, başka hangisi güzeldi? Göster bana. Leute, der ist so süß, der will mich beraten und zeigt was Schönes. Sagt die ganze Tante, schau mal. Bir de o mu hoşuna gitti? Hala bunları mı alsın? Evet. Tamam alacığım, teşekkür ederim. Tamam, machst hala auch noch pleite, sehr schön. Tamam. Ich habe jetzt den Haare geschnitten. Ist gut geworden auf jeden Fall. Ich muss zu Hause noch mir die Haare von Asse ein bisschen kürzen lassen oben. Aber es passt. Auf jeden Fall, wir haben uns jetzt ins Café gehockt. Wieder dieses Caribou. Wer ist das? Caribou. Einfach Caribou, ja. Haben uns wieder leckere Getränke geholt. Red Velvet zweimal hier.
eiskaltes Wasser. Und jetzt warten wir noch auf den Bro von Asse und Bägerin. Leute, wir werden, also heute ist unser letzter Tag in Madison. Morgen ganz in der Früh geht schon von uns los Richtung Antalya. Egal wie sehr ich Madison liebe, irgendwie freue ich mich extrem auf Antalya. Ist zwar auch eine lange Fahrt mit dem Auto, es wird ein bisschen anstrengend, aber wir werden unterwegs immer anhalten und uns geile Orte anschauen. Deswegen freue ich mich. Wir freuen uns. Guten Morgen, Leute. Wir sind da losgefahren von den Bergen. Heute geht es für uns nach Antalya. Wir haben ca. 7-8 Stunden Fahrt für uns. Und hier alles zugepackt. So, Leute, wir haben jetzt kurz angehalten. Es sieht hier einfach so schön aus. Es ist auch schon jetzt unglaublich warm, muss ich sagen. Ach, was gibt's denn Besseres als Meer? Das ist jetzt das berühmte Kriskalisse, heißt es. Das ist, wurde auch ab und zu mal versucht, einigermaßen zu renovieren, weil damit es eben standhaft bleibt. Wir sind jetzt in Tashujo angekommen. Wir haben hier einen kurzen Stopp gemacht, weil das Wasser hier so unglaublich schön ist. Ich zeig's euch jetzt mal kurz. Leute, wir sind noch immer in Tashujo. Wir haben uns jetzt hingesetzt und werden lecker Suppe essen und vielleicht auch was anderes, keine Ahnung. Es ist inzwischen 10.10 Uhr. Wir haben noch einiges vor uns, aber wir werden jetzt erstmal Energie tanken. So, jetzt sind unsere Suppen da. Wir essen Majimik Chorbas und danach essen wir nochmal Gyozim oder Sukma. Jetzt sitzen wir gegenüber. Das ist sehr nah am Strand. Wir trinken Chai und essen gleich noch ein bisschen Gyozim. So sieht das hier aus. Richtig cool. Ich liebe solche Orte. Passend zum Chai ist endlich auch unser Gyozim angekommen. Ich und Abdul essen mit Kartoffel und meine Eltern mit Spinat. Sieht sehr, sehr gut aus. Voll frisch. Also Leute, wir hatten jetzt 5 Chai und 2 Gösle mehr. Also das, was ich euch gerade gezeigt habe, für die, die es nicht wissen. Wir haben einfach für alles zusammen 30 Lira gezahlt. Das macht 3 Euro. Das schockiert mich gerade ernsthaft. Also ich bin echt schockiert. Nächster Stopp. Es sah hier einfach so toll aus, dass wir hier anhalten mussten. Ich zeige euch jetzt mal das Wasser. Willst du mit? Abdul hat geschlafen, der muss noch kurz zu sich kommen. Ich bin immer so diejenige, die nie schläft. Chill up, Bro. Boah, ist das schön. Oh mein Gott. So, jetzt trinken wir hier nochmal was Kaltes. So sieht es hier aus. Meer ist vor uns, auch wenn ihr es von den Autos nicht erkennen könnt, aber es ist echt schön. So, wir sind jetzt kurz angehalten, also an der Seite. Das machen die Leute hier. Hier kann man so Kaktusfeigen pflücken. Die Asya pflückt jetzt welche für ihr Vater. Er liebt die. Die Armen wurden jetzt von den Stacheln gestochen. Aber wie?
Ich habe jetzt denen ein bisschen die Stacheln rausgezogen mit meinen Nägeln, weil ich meine Maniküre noch nicht gemacht habe. Aber da sind noch einige. Ich habe jetzt im Internet gegoogelt, man tut die mit Klebeband abziehen können, diese leicht feinen, die wehtun. Die haben sich so festgenagelt, als hätten sie so kleine Härchen auf uns geregnet. Ohne Spaß. Ja, Mann. Es waren so richtige Büschel auf ihr Rücken. Die habe ich alle wegbekommen, aber die fein, die man nicht sieht, die soll man mit Klebeband wegbekommen. Das war's jetzt mit dem dritten Madison-Vlog. Wir sind jetzt endlich in Antalya angekommen. Für uns steht jetzt noch eine richtig coole Zeit an. Wir haben noch einiges vor. Es steht noch Feiern gehen an, wenn es klappt. Beach Club, Pool Days, Beauty Days. Also es steht noch sehr viel an. Deswegen freuen wir uns extrem auf Antalya. Es ist jetzt schon sehr, sehr spät. Deswegen schauen wir auch so aus und wir liegen auch schon im Bett und können auch nicht zu laut drehen, weil jeder schon schläft. In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wie ihr seht, laden wir jetzt regelmäßiger Videos hoch über den Urlaub, weil wir viel Material haben. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns einen Kommentar da mit Vorschlägen, was ihr gerne sehen würdet. Und bleibt abonniert. Abonniert natürlich den Kanal. Eure Alianabis. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.